Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wie ihr seht, sitzen wir gerade in einem Restaurant, denn wir haben für heute mal wieder geplant, etwas zu unternehmen. Wird ja auch mal Zeit. Ne? Wenn man schon auf so einer geilen Insel ist, muss man sich auch mal ein paar Sachen angucken. Und deswegen werden wir heute ein paar Aussichtspunkte abklappern. Da es aber schon mittags ist und uns allen der Magen knurrt, haben wir beschlossen, dass wir erst noch zusammen was essen gehen. Ja, und darauf warten wir jetzt schon. Wir haben eben schon bestellt. Und gleich gibt's Essen. Pascal hat schon Story gemacht. Und dann geht's los. So, Essen ist angekommen, wie ihr seht. Und es ist sogar fast komplett richtig gewesen, die Bestellung. Annika hat ihr Curry ohne Spicy bestellt, es waren aber ein paar Chilis drin. Und Jenny hat extra nach einem frisch gepressten Orangensaft gefragt und hat aber so eine Chemiepampe, wahrscheinlich aus Sirup gemacht, bekommen. Aber naja, dafür kostet das ganze Gericht hier, also für uns alle zusammen. Ja, was schätzt ihr, was kostet das? Schreibt es mal in die Kommentare. Sagt uns doch mal, was das kostet und dann lösen wir das am Ende vom Video auf, was das dann tatsächlich gekostet hat. Ich kann auf jeden Fall so viel verraten. Es ist nicht so viel, wie man vielleicht denken mag. So, angekommen am Aussichtspunkt Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, blende ich euch mal hier unten ein. Die ganzen Aussichtspunkte verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung unten, dass ihr, wenn ihr mal auf Phuket seid, ihr euch selber angucken könnt. Und dieser Aussichtspunkt hat eine mega nice Aussicht auf Katta Beach und Katta Noi Beach. Und ich finde, die hat den Anni... Und ich finde, den hat Janika hier echt gut ausgesucht. Weißt du zufällig, wie der heißt? Moment, bestimmt. Da muss ich euch nämlich doch nicht einblenden, ich bin ja faul. Dann spare ich mir einfach die Arbeit. Das ist der Caron Viewpoint da unten. Ich weiß noch gar nicht, ich glaube, diese erste Bucht. Ja, nee, das ist Katta Noi. Ein Beach, da ist doch Caron Beach. Aber das hier ist auf jeden Fall der Caron Viewpoint. Ja, der Katta Noi Beach. Ja. Katta Noi und ja, vielleicht in die andere Richtung. Keine Ahnung. Und was wir noch gesehen haben ist, hier gibt es so, ja, so typische Touri-Dinger. Wobei ich persönlich das ja nicht so geil finde. Aber die Vögel, die sehen einfach so beeindruckend riesig aus. Ja, also ihr wisst ja, wir finden das nicht so geil, wenn man mit Tieren irgendwie Fotos macht für gegen Geld und die armen Tiere dafür hier angekettet sind und den ganzen Tag in der Sonne sitzen müssen. Wobei die sitzen jetzt im Schatten, aber sind trotzdem angekettet und das ist irgendwie scheiße, deswegen machen wir sowas prinzipiell nicht. Aber so ein riesen Vogel aus der Nähe zu sehen, ist immer wieder beeindruckend. Wir sind auch neulich herumgefahren und haben wir durch Zufall auch Elefanten gesehen, die auch ausnahmsweise mal relativ vernünftig behandelt wurden. Also die waren nicht angekettet und der hat den Elefanten auch gerade geduscht, aber trotzdem kannst du halt für Geld auf diesem Elefanten rumreiten und ja, der Elefant muss dann den ganzen Tag reiten und so, das ist halt einfach nicht so geil, aber einfach diesen Elefanten zu sehen, das ist immer so mega beeindruckend. Und Annika zeigt gerade auf den Big Buddha, den man von hier aus auch sehen kann. Schaut mal, Leute, man kann sogar noch eine dritte kleine Bucht sehen von hier aus. Eine echt nice Aussicht hier oben. Plus, hier ist so eine kleine Anlage, wie ihr sehen könnt, mit so ein bisschen Schatten, dass man hier rumlaufen kann und eine Annika und so einer kleinen, so eine Art, Pavillon. Pavillon ist doch geil. Kleiner Insider. Ja, wir können ein Selfie von da oben machen. Auf dem Pavillon? Ne, hier auf dem Ding. Okay, wir machen jetzt ein Selfie. Dann geht's weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Auf geht's. So, beim zweiten Viewpoint angekommen und dieser heißt Windmill Viewpoint, weil da vorne Windmühlen sind. Warte. Ja, so kreativ sind die Thailänder beim Benennen ihrer Aussichtspunkte, aber es ist auch echt ein nicer Aussichtspunkt. Und was wir eben festgestellt haben ist, dass da unten der Strand ist, wo wir mit dem Robin Flyboard fliegen waren. Also hier unten unterhalb, ne, da vor der Insel, das müsstet ihr ja alles schon kennen vom Flyboard-Video, weil wir hier den Spaß unseres Lebens hatten, also ich zumindest. Annika war ja nur auf dem Boot und Pascal macht hier
Fotos. Ja, krass, dann hatten die Leute hier oben ja ganz schön was zu gucken. Mhm. Ja. Ihr da unten euren Spaß habt. Ja. Von unten sieht es hier oben auch nicht schlecht aus. Habe ich, glaube ich, sogar irgendwo noch eine Szene. Ja, würde ich sagen, genug von dem. Wir können jetzt noch ein bisschen gucken. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten Punkt. So, jetzt sind wir beim letzten Viewpoint angekommen. Eigentlich wollten wir da runter. Das heißt Cape irgendwas. Und hier ist der alte Leuchtturm. Man sieht ihn, glaube ich, gar nicht auf dem Video. Aber hier ist der alte Leuchtturm von Phuket. Nur das Problem ist, wie ihr seht, hier ist ein Tor. Und das Tor ist zu, mit Vorhängeschloss. Und jetzt kommen wir da gar nicht runter, leider. Mal schauen. Wenn ich jetzt in die Runde frage, ob da die Leute Bock haben, mit mir zusammen runterzulaufen. Ich glaube, dann schütteln die alle den Kopf und sagen, Jan, in der knallenden Sonne da runterlatschen, du hast sie nicht mehr alle. Also ich laufe da jetzt nicht in der Mittagssonne runter. Okay, wir haben doch noch einen Viewpoint gefunden, beziehungsweise einen kleinen privaten Strand. Der ist eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, man darf hier gar nicht so wirklich hin, weil da vorne war so ein Schild, das sagte irgendwie No Trespassing und es sagte aber auch, dass es geöffnet wäre zwischen so und so viel Uhr und so und so viel Uhr. Und ganz viele Schilder mit No Photo und hast nicht gesehen und wir laufen hier trotzdem mit der fetten Kamera rum. Wir sind schon echt schlechte Touristen. Auf jeden Fall sind wir jetzt an so einem super süßen kleinen Strändchen und ja, der ist echt schön und hier ist es auch echt ruhig und keiner, der dir irgendwas verkaufen will, was glaube ich auch relativ selten ist hier in Thailand, auf Phuket zumindest, weil sonst die Strände immer voll sind mit irgendwelchen Leuten, die dir irgendwas andrehen wollen. Ja, und das hier ist der hübsche kleine Strand. Boah, guckt euch mal diese Brocken an. Ich frage mich immer, wie kommt sowas hier hin? Also, ich meine jetzt hier gerade am Strand. Warum liegt das hier mitten am Strand rum, Annika? Ich glaube, das war mal eine rockige Insel oder so. Und dann hat sich das Meer zurückgezogen und die Steine sind geblieben. Das ist doch mal eine Erklärung, Leute. Aber das ist echt nice hier. Das ist schon ein richtig schöner Strand, muss ich mal so sagen. Und Scheine, das Wasser. Da kann man hier auch schnorcheln. Ja, die Leute sind da am Schnorcheln da vorne, ne? Und das Wasser scheint auch recht angenehm zu sein. Auf jeden Fall bei, mal hier wieder runterkommen. Bei 30 Grad, ja. Und es gibt interessante große Felsbrocken. Und ja, ein Lost Place gibt es sogar da vorne. Und da vorne ist auch noch einer. Und man kann sogar Kokosnüsse kaufen, wenn man Lust auf eine Trinkkokosnuss hat. So, ich glaube, das war es jetzt aber wirklich. Wir machen es jetzt mal so langsam nach Hause. Ist auch schon wieder echt spät. Es ist schon fast 4 Uhr. Man glaubt das immer gar nicht, dass man so... Aber man ist irgendwie schon lange unterwegs dann. Also von A nach B zu fahren mit dem Roller, dann bist du ja auch nicht so schnell. Und das frisst natürlich unheimlich Zeit. Und wir haben auch keine Sonnencreme mehr. Deswegen können wir auch gar nicht jetzt uns hier nackt machen und ins Wasser gehen. Ja, wir haben nur noch so einen Pupsrest-Sonnencreme. Annika sagt, wir haben noch Sonnencreme, wir haben noch so einen ganz kleinen Pupsrest. Den will ich aber gerne verwenden, wenn wir morgen schwimmen gehen, weil wir schon geplant haben, dass wir morgen schwimmen gehen. Also, seid gespannt aufs nächste Video, wenn wir mal wieder uns selber in die Wellen stürzen. Ich würde sagen, das war's für heute. Oh, ich fall hier gleich. Hier gibt's noch Videos von letztes Mal und so und hier Blog und Kanal auschecken. Däumchen da lassen und nächstes Mal wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Okay, Leute, es ist soweit. Annika hat mich so lange beschwatzt, bis ich eingewilligt habe, zum Friseur zu gehen. Kommt ab, alles? Hä? Ja, es kommt viel ab. Ich bin gespannt.